Nein, weil die künstliche Intelligenz von sich heraus kein Interesse hat, den Menschen zu schaden. Gehen wir einfach mal 10 Jahre in die Zukunft. Ich glaube, da ist es völlig normal, dass ich im industriellen Bereich eben auch KI-Anwendungen habe. Hallo, ich bin Kiana, die künstliche Intelligenz des AlphaJet. Bei König und Bauer Coding in Würzburg sitzt die KI jetzt schon am Tisch. Hier wird der AlphaJet hergestellt, ein industrielles Drucksystem für die Lebensmittelindustrie und andere Branchen. Produktkennzeichnungen oder Haltbarkeitsdaten werden in atemberaubender Geschwindigkeit auf Verpackungen aufgedruckt. Alles überwacht von Kiana, einem interaktiven Steuerungssystem. Hallo, ich bin Kiana. Schön, Sie hier zu sehen. Mit Kiana hat der Benutzer eine interaktive Steuerung und Überwachung des Drucksystems. Mit einer Reihe an Augmented Reality unterstützten Programmen kann ein Servicetechniker vor Ort Kiana bedienen. Wichtiger noch, mit Kiana kommunizieren. Kiana, wie funktioniert eigentlich eine Druckkopfreinigung? Ich kann dich gerne Schritt für Schritt bei der Reinigung begleiten. Sollen wir damit jetzt beginnen? Entwickelt wurde Kiana am Steinbeis Forschungszentrum Design und Systeme in Würzburg. Im Inneren steckt das Computerprogramm Watson von IBM. Bei der Entwicklung hatte das Team 2 Hauptfaktoren auf dem Schirm. Die KI Kiana kann von sich heraus die Qualität des Druckbildes permanent überprüfen und dann auch eigenständig optimieren. Ebenso hat Kiana selbstständig die Wartung und den Verschleiß des Druckers im Griff und kann so einen Ausfall verhindern. Predictive Maintenance. Und die Idee des digitalen Zwillings hier sieht vor, dass wir bei König und Bauer Servicepersonal sitzen haben und der eigentliche Service vor Ort durch einen Mitarbeiter des Unternehmens durchgeführt wird, geleitet über entsprechende AR- und VR-Technologien, sodass ich faktisch das gleiche Produkt digital bei König und Bauer sehe, wie es real beim Kunden vor Ort steht, und zwar typgenau. Die Anwendungsfelder für KI in der Industrie sind weit. Kiana ist lernfähig, angenehm in der interaktiven Kommunikation und fast schon so schlau wie das Forschungsteam um Professor Schölz. Mit König und Bauer Coding arbeitet das Team schon an den nächsten Implementierungen von KI in neue Drucksysteme. Somit ist die Zusammenarbeit mit Steinbeiß noch lange nicht abgeschlossen. Und wir haben auch jetzt darüber hinaus nach diesem ersten Prototypen ein ganzes Set an Ideen entwickelt, wie wir für die künftige Zusammenarbeit dieses Produkt weiterentwickeln. Ich sehe da ein enormes Potenzial, weil ich auch glaube, Produkte werden zum Teil auch aufgrund von Technologieveränderungen immer vergleichbarer. Und es ist die intelligente Technik oben drüber, drumherum, die am Ende den entscheidenden Wettbewerbsvorteil bringt. Der Einsatz künstlicher Intelligenz eröffnet große Marktchancen für innovative Unternehmen. Und es ist gut zu wissen, dass Deutschland ganz vorne dabei ist.